Skandal! Der Globi gibt nach 92 Jahren die Schweizer Staatsbürgerschaft auf. Und ein Hund macht meine Wäsche. Globus geht ganz in thailändische Hände. Das schreibt der Tagi. In thailändische Hand bedeutet normalerweise der Rücken knackst, man schmeckt nach billigem Eukalyptusöl und man traut sich nicht sagen, dass es weh macht. In Wirklichkeit hat eine Thai-Investmentfirma die Schweizer Warenhauskette Globus gekauft. Ist das der Rache von 15 Staffeln Schweizer Bachelor in Thailand? Ich prophezei es jetzt, wenn der Moiri jemals zum Bachelor geht, wird mindestens Dream Dates schafft er. Ich kann dir genau sagen, wie das läuft. Sie steht dort, es stehen schon 12 andere Dudes dort, die Limousine fährt vor, der Moiri steigt aus mit einem gottlosen Hemd, den er am Fernsehpreis angehabt. Die Tür geht auf, er steigt aus, Alter, mit einer Rose zwischen den Zähnen und sie sagt «Next!» Somit ist es eigentlich auch der Globi Thailänder geworden. Hast du gewusst, dass Globi von der Kette Globus kommt? Ich habe nicht mal gewusst, dass Globi ein Erfinder ist. Ich meine, das ist echt, Mann. Einmal, der Globi Verlag hat aufgrund von dem direkt ein paar neue Bände angekündigt. Die neuen Bücher heissen «Globi mit Shia Weyer in Pattaya», «Globi und die Salmonellen», «Globi und das Happy End». Und Fortsetzung davon, Globi in U-Haft. Globi und die Rente reicht nicht und er hat keine Säule 3a und keine PK und jetzt lebt er halt in einem Altersheim in Chiang Mai. Ist auch nicht so schlimm. Globi und sie hat Polizist, sie hat gesagt, sie ist 18. Und eine Frau. Ah, endlich in Rente. Ich bin neidisch. Ich kann es kaum erwarten. Tessin oder Thailand ist mir dann auch egal. Ich kann die Spur sowieso nicht. Meine Zukunft ist sowieso am Arsch. Deine auch. Salut. Und ein lieber Grüß von deiner verstorbenen Katze. Du kommst ins Gefängnis. Und zwar morgen am 10. Gerade in drei Kantis im Aargau wird niemand mehr die Mensa betreiben. Mehrere Schulkantinen im Kanton haben geschlossen, weil es sich nicht mehr rentiert. Ist ja klar, wird niemand in einer Mensa arbeiten. Wenn du Anspruch an deinen Beruf hast und Koch wirst, dann ist dein Lebensraum nicht Bombichess mit Fertigsauce und bekiffte 14-Jährige verteilen. Nur zu den Zuschauern, wie sie drei davon essen und sich dann ein Päckchen Cola-Fröschli reinpfiffen. Mhm. Aber man darf den Teenies ja keinen Vorwurf machen. Ich meine, das Konzept von diesen Kantinen ist seit 100 Jahren das gleiche. Bei euch gibt es seit dem Zweiten Weltkrieg am Montag verkochte Nudeln mit dieser gottlosen Fertig-Carbonara und einem welken Menüsalat mit diesen scheisstrockenen Rüebli-Raspeln oben drauf. Mhm. Wenn man einen ganzen wilden Tag hat, dann gibt es einen ranzigen Burger mit einem schwarzen Brötchen. Black Buns? Nein, einfach verbrennte Brötchen. Wieso macht denn einfach einer von diesen Influencer einen Dönerladen in einer Schule auf? Das war der Move! Looking at you, Zeki und Steve. Na gut, dann wären ihr zwei mal wieder in einer Schule. Die Lösung der Aargauer Schule sieht aber ein bisschen anders aus. Ja? Statt einem vollen Mensa-Angebot gibt es eine angepasste Variante. Mehr Mikrowellen und einen betreuten Znüni-Service. Ein betreuter Znüni-Service? Wie stelle ich mir das vor? Chillet sich und keine Lust. Das ist der betreute Znüni-Service. Deine Eltern haben dich angemeldet. Das ist der betreute Znüni-Service. Habe ich nicht müssen Döner essen, Mann. Was schnurren auf, du Saugopf? Das ist die Mittagszeit. Okay, Mann. Betreut den Znüni-Service. Rein. So, wir haben mal wieder ordentlich Hate kassiert. Neil. Du siehst wieder aber komisch aus. Viel besser. Der Chris Linter schreibt, bitte hört mit dem Joso auf. Es ist dermaßen unlustig, was er macht. Der Rest von euch liebe. Chris, danke, dass es endlich mal jemand sagt. From me to you, from the bottom of my heart. Wie heißt er? Chris Linter. Fick dich, Alter. Hey, Chris, weil du gesagt hast, dass Joso soll aufhören, gibt's jetzt Goose News. Goose News. Alters, heim. Waschen, putzen, einkaufen. Das ist die To-Do-Liste von einem Hund. Und nein, ich meine nicht mich. Auch wenn meine Frau etwas anderes sagen will. Ein kleiner Hund Mogli macht den Leuten im Altersheim Rubiswil eine grosse Freude. Das wäre mal eine Lösung für den Fachkräftemangel. Homberechtigen, Zürich. Es ist laut, es ist farbig und es macht manchmal Angst. Der Red ist nicht von Moiris im Kleidungsstil, sondern von Feuerwerk.
Die sind ab jetzt nämlich in Oberrichtungen verboten. Das gefällt aber nicht allen. Ich finde es auch dumm, weil es ist halt schon immer war und jetzt können sie nicht einfach aufhören mit dem. Doch nicht nur Feuerwerk kann gefährlich sein in Oberrichtungen, sondern auch Geld abheben. Vor 50 Jahren, wenn sie mich gefragt hätten, hätte ich gesagt, ja nein. Also ich wollte, dass es tätscht und tut, oder? Alter, wieso habt ihr einen anderen Ort gefunden, um das zu filmen? Der Typ gibt Vorteile, Zürich sind Pini. Mürren, Bern. Erschütternde News aus Bern. Also, weil es ein Erdbeben gab. Und ich war alleine gewesen, und am liebsten wäre ich rausgesprungen und hätte gefragt, hey, was ist los, was ist passiert? Ist euch zu Hause zusammengekehrt oder mir? Bewohner aus Mürren sind erleichtert. Es hat keine grossen Schäden gegeben, niemand ist verletzt worden. Und es war so ein bisschen wie ungeschützter Verkehr. Es klopft. Es tätscht, man bekommt ein bisschen Angst und am Schluss ist doch nichts Schlimmes passiert. Weil das hat einfach einen richtigen Crash gegeben. Jetzt, wo der Herbst da ist, Matteo, fragen sich die meisten, kann man bei schlechtem Wetter golfen? Die Antwort ist ja. Es ist Herbst und ich will heute wissen, wie gut dass sich Golfer aufs Hudelwetter vorbereitet. Aber jetzt werfen wir zuerst mal einen Blick auf die Wetteraussichten. Bam! 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 Das ist die von der Google News. Google News. Bam! Bitte, Matteo. Danke, Joso. Der Elon Musk hat angekündigt mit seiner SpaceX-Rakete und mit dem meint er nicht sein Pfiffeli, zwei Astronauten retten. Die sind statt ihren geplanten 8 Tagen mittlerweile bald 8 Monate auf der internationalen Raumstation ISS gefangen. 8 Monate anstatt 8 Tage. Das muss hardcore anschissen. Weil das ist kein Paar, das sind keine Freunde, das sind Arbeitskollegen. Stell dir vor, du bist 8 Monate mit einem Retter vom HR aus deiner Bude in einer Rakete gefangen. Alter, geht's, hupt komplett. So sieht man aus, wenn man 8 Monate lang einen Furz drinnen behalten muss. Damit ihr euch besser könnt vorstellen könnt, wie heavy das ist, hier andere Sachen, die für 8 Tage noch easy sind und für 8 Monate nicht mehr. Oktoberfest. Campingferien mit den Eltern. Ehe. Durchfall. Erektion. Habe ich Durchfall schon gesagt? Durchfall. Jetzt kommt der Recap. Happy Oktober und willkommen zum Recap. Der Papst hat ein veraltetes Frauenbild. No shit. Habt ihr den Vatikan schon mal gesehen? Dort hängen nur alte Bilder. Wegen Gletscherschmelze und Renaturierung muss im Wallis und in Genf die Grenze angepasst werden. Das heisst, Schuka geht es jetzt auf Italienisch und wir haben endlich die Chance, um ein bisschen Romandie den Franzosen abzuschieben. In Österreich gewinnt die rechte FPÖ die Wahlen, aber der Chef Herbert Kickl wird nicht Kanzler. Solange ihm nicht verboten wird, studieren, sollte alles gut kommen. In England war Klimassen-WM oder wie man bei Late Night Switzerland sagt, eine ganz normale Sendung. Beyoncé ist die neueste Verdächtige auf der P. Diddy-Liste. Ich frage mich, wer die ersten Schweizer sind, die da mit drin hängen. Looking at you, Roger. Israel marschiert ins Land. Ist schon wieder Oktober. Weil Gen Z gerne Bullen isst, gibt es gleich einen Engpass. Gut, dann gibt es halt wieder Bullen aus dem Ausland, quasi Eurowings. Und in Zürich Zoo verfüttern sie 3 Erdmännchen an Hyänen. Lieber das als Bulle. Ich brauche einfach mein Fitness-Tower. Krankenkassenprämien steigen im Schnitt um 6%. Wie jedes Jahr. Ich meine, in other news, der Gras ist grün. Also, das wäre mal eine Überraschung, wenn es einfach sinken würde. Wir haben übrigens auch die aktuellen Reaktionen von Leuten zu diesen News eingefangen. Prämienerhöhung ist ja jedes Jahr ein Thema, das die Leute beschäftigt. Grund dafür sind die hohen Gesundheitskosten, die scheinbar nicht zu reduzieren sind. Ich hatte einen Lösungsvorschlag. Es gibt so eine Kapsel in Schaffhausen. Wenn wir die öfters benutzen, dann haben wir sicher weniger Patienten und dann auch die für die Kosten. Das ist echt nur so eine pünktlich gemeinte Vorschlag. Wie soll ich die schlucken? Nein, das ist ein Zäpfchen. Ah, dann ist easy. Oder wir könnten uns kollektiv querstellen und alle unsere Krankenkassen einfach künden und sterben. Wenn wir alle tot sind, dann haben die ja keine Kunden mehr. Hä? Hallo, Genius, Emery machen. Nein, nein, dann warten wir schön ab. Ja, und schauen, was da oben passiert. Nur weil die alle 2 Tage Nasenblüten haben, ist das noch lange nicht. Das Geld gibt lieber ein Bestattungsunternehmen. Ein Sarg kostet seit 20 Jahren gleich viel. Das ist noch ein ehrenhaftes Unternehmen. Die Krankenkassenprämien steigen, aber die Ärzte werden immer schlechter. Wir haben mittlerweile kein Numerus Clausus mehr. Was Numerus Clausus? Ist wieder Adventszeit? Nein, das heisst einfach, dass jetzt jeder Bachel Arzt werden kann. Bewerben wir uns? Nein. Ja. Also das Kostüm habe ich schon daheim. Oder man könnte einfach das ganze Gesundheitssystem so überdenken und vielleicht irgendwie Kostenanalyse machen und das Geld fair umverteilen. Halt, schnurren mal. Das ist wieder jemand. So, jetzt aber zuerst mal durchschnaufen. Viel frische Luft hat übrigens auch Kollege Till. Wie geht es ihm? Schalten wir über. Ah!
glaube, der Till schafft das nicht. Rebi ist pleite und hat wissen, wie bekommt sie den Rest vom Monat zu essen über. Verloren hat der @PhilippChristen, harter Move, die vollen Namen auf YouTube, finde ich gut, mit der Antwort in der Kantine, dort wo man das Geschirr zurückbringt, hat es immer noch ein bisschen Reste auf den Teller. Enjoy! Wenn auch du verlieren willst, dann los gut zu und gib die falsche Antwort. Rebi, bitte. Wir kommen zum Frühjahrsspiel und damit geht es schon zu der heutigen Wettbewerbsfrage. Und zwar, mein Gotti hat mir Konzertkarten für Nickelback geschenkt. Wer soll ihre Retour schreiben, bevor ich sie endgültig für immer blockiere? Unter allen falschen Antworten verlosen wir eine Mahnung von der SBB an Neil Wärmli. Schreib deine Antwort in die Kommentare und wer weiss, vielleicht bist auch du schon bald Besitzerin oder Besitzer von dem Beweisstück, dass der Neil sein Leben gar nicht so fest im Griff hat, wie wir alle gedacht haben. Viel Pech! So, also, das war's mal wieder. 6% mehr zahlen, 10% weniger kriegen, 15% mehr saufen. Das ist die Erfolgsformel von dieser Woche. Prost, I love you, wir sehen uns nächste Woche. Bye, bye.